Dr. Motte neben mir, meine Damen und Herren, das ist einer der Gründungsväter der Love Parade in Berlin. War das, vulgo oder im Privatleben kann man sagen, Matthias, war 1980, Ende der 80er, das schon ein Thema für euch? Also in Berlin ist es natürlich so, wir haben da natürlich auch eine große Community, eine Gay-Community, und da hatte ich natürlich auch viele Freunde. Und die sind natürlich dann auch weggestorben. Also da haben auch viele Freunde von mir haben auch erzählt, oh, die sind alle weg und so weiter, und auch in New York und so weiter. Und das war schon eine Welle. Und das hat aber so bei uns in der Techno-Szene dann später keine Rolle gespielt. Du bist ja heute hier Debütant und du hast mir schon gesagt, dass du, oh ja, ein Kanzler, guten Abend, unser Bundeskanzler Dr. Motte. Freut mich sehr, cooles Outfit. Bundeskanzler Dr. Motte, nein, ist noch nicht. Ein bisschen viel Stoff für den Anlass haben Sie, oder? Ich halt bunt an für Berliner Verhältnisse, dann komme ich hierher, dann bin ich underdressed. Ja. So geht's einem. Viel Spaß. Viel Spaß, ciao. So, na schau, das geht auch nur in Wien, gell? Also in Deutschland könnte dir nie eine Kanzlerin auf die Schulter klopfen und sagen, da bin ich. Die zeigen sich ja nie. Ja, aber unserer zeigt sie. Ja, finde ich gut. Was wirst du heute auflegen? Du legst ja auch noch auf. Ich lege auch noch auf. Ich lege sowieso schon ganz lange auf und ich werde auch noch weiter auflegen, weil das meine Mission ist. Und ich darf eine Stunde lang auflegen im Saal 3. Das gefällt mir wahnsinnig. Das heißt, der Grund gefällt mir nicht, aber Stop Homophobia, es fängt wieder an, oder? Täusche mich. Naja, das ist ja ein Dauerthema. Also diesen Button habe ich von einer Demo, auf der ich vor 2 Jahren gewesen bin in Berlin, Stop Homophobia. Und ich finde, wir sind alle Menschen. Und jeder hat doch das Recht zu sein, wie er will. Weil wenn man davon ausgeht, dass dieses Universum von einem Gott geschaffen ist, dann ist doch alles göttlich. Also warum diese Probleme? Und dann können wir auch nett zueinander sein. Und deshalb der Button Stop Homophobia. Ich wünsche ein schönes Fest. Ciao.